Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer besonderen Ausgabe von VW Audi TV. Wir melden uns heute aus dem TSC, dem Technischen Service Center von Volkswagen in Wolfsburg. Die Abteilung Service Training präsentiert Ihnen den Phaeton. Hier steht er, der neue Luxuswagen von Volkswagen. Hier im Diagnosezentrum des TSC stehen Ihnen gleich vier Servicetrainer Rede und Antwort. Alle Fragen zum Thema Phaeton eben. Und wir haben auch im Hintergrund, Sie sehen es, eine ganze Menge Autos für Sie aufgebockt, auseinandergenommen, zerlegt, um Ihnen das Luxusschiff wirklich in allen Details zu zeigen. Eine ganze Menge Leute sind beteiligt, Studiogäste, Experten und meine Kollegin Kirsten Gerhardt, und die hat den ersten Gesprächspartner. Vielen Dank, Wolfgang. Bei mir steht Axel Mühle. Herr Mühle, Sie sind Leiter Trainingsplanung und Steuerung in Wolfsburg. Jeder Stützpunktbetrieb und jedes Leistungszentrum muss ja technisch betreut werden. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Ja. Die Aufgabe unserer Abteilung Service Training ist es, das Servicepersonal entsprechend vorzubereiten und zu qualifizieren. Uns war ja die technologische Entwicklung unserer Produkte seit langem bekannt. Deshalb haben wir früh in die Ausbildung unserer Top-Mechaniker investiert. Heute können wir stolz sein, dass wir 3.500 staatlich geprüfte Servicetechnikerinnen und Techniker in unseren Einzelhandelsbetrieben haben. Wir haben sie in einer 31-tägig dauernden Trainingsmaßnahme vorbereitet und sie vor der Industrie- und Handelskammer geprüft. Ausgesuchte Servicetechniker aus den Leistungszentren und Stützpunktbetrieben qualifizieren wir seit der 10. Kalenderwoche und bereiten sie auf die Technologie des Phaeton vor, insbesondere Schwerpunkt Funktion, Diagnose und auch Reparatur. Und dieser Personenkreis, sind die idealen Ansprechpartner für unsere Spezialisten in den RSC, der Vertriebszentren, Regionale Service Center, und dem TSC, Technischen Service Center in Wolfsburg. Ja, Sie haben es angesprochen, 120 Phaeton-Leistungszentren und Stützpunktbetriebe gibt es. Was ist denn mit den anderen? Wie werden die geschult? Wie werden die anderen Betriebe geschult? Die heutige Live-Sendung dient dazu, möglichst viele Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel zu erreichen. Aber darüber hinaus haben wir eine 2,5-tägige Trainingsmaßnahme vorgesehen, die in dieser Woche in allen Vertriebszentren anläuft. Hier sind die inhaltlichen Schwerpunkte Bedienung und Erste Hilfe. Wird denn diese Technologie des Phaetons eigentlich nur der automobilen Oberklasse vorenthalten werden, also der D-Klasse? Nein. Elektronische Komponenten des Phaeton werden auch in anderen Fahrzeugklassen, Segmenten zu finden sein. Und das auch in Produkten, die mit hohen Stückzahlen in die Märkte gehen werden. Deshalb mein Appell heute an die Servicemitarbeiterinnen und Servicemitarbeiter: Nutzen Sie unsere Selbststudienprogramme des Phaetons, die Multimedia-Programme des Phaetons. Sie ereignen sich hervorragend für die persönliche Vorbereitung auf die Produkte, die nach dem Phaeton in Kürze auf den Betriebshöfen stehen werden. Und noch ein Hinweis: Die Selbststudienprogramme sind heute schon elektronisch im ServiceNet eingestellt und Sie erhalten sie in den Betrieben in Kürze in gewohnter Heftform. Vielen Dank, Herr Mühle. Wir haben es gesehen, der Phaeton wird also auch für nachfolgende Fahrzeuge eine gewisse Vorreiterrolle erfüllen. Wir gucken uns jetzt aber mal den neuen Phaeton erstmal an. Der Volkswagen Phaeton setzt im anspruchsvollen Oberklasse-Segment neue Maßstäbe in Design, Technik und Präzision. Klar, elegant und kraftvoll wirkt die Silhouette des Phaeton. Harmonische Karosserielinien unterstreichen seine dynamischen Eigenschaften. Die Stahlelemente der Karosserie sind voll verzinkt, die Türen und Hauben bestehen aus Aluminium, die vorderen Kotflügel aus Kunststoff.
Ebenso wie der gesamte Fahrwerks- und Antriebsstrang wurden alle Karosseriekomponenten auf eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 300 km pro Stunde ausgelegt. Diese konstruktiven Vorgaben drücken sich in einer beispiellos guten Solidität des Phaeton aus. Im Hinblick auf die Steifigkeit, das Schwingungsverhalten, die passive Sicherheit und die Langlebigkeit erfüllt die Karosserie höchste Ansprüche. Im Innenraum dominiert eine klare und moderne Eleganz, die den progressiven Charakter des Phaeton unterstreicht. Das prägnante technologische und gestalterische Konzept erschließt sich schnell. Die Mittelkonsole ist das Zentrum für die Komfort- und Fahrzeugeinstellungen des Phaeton. Wichtigstes Bedienelement das Infotainment mit 7 Zoll Farbdisplay. Wie jedes Detail wurde auch die Sitzanlage des Phaeton völlig neu konzipiert. Serienmäßig sind die Vordersitze elektrisch über ein 12-Wegesystem einstellbar. Gegen Aufpreis steht ein 18-Wegesystem inklusive Klima- und Massagefunktion zur Verfügung. In der exklusivsten Stufe hat der Phaeton 2 Einzelsitze in Fond, die mittels 10-Wegesystem variiert werden können. Der Einstiegspreis für den Phaeton mit V6-Motor wird übrigens bei 56.200 Euro liegen. Volkswagen entwickelte aber nicht nur ein bemerkenswertes Fahrzeug. Parallel entstand ein einmaliges Fertigungskonzept, die gläserne Manufaktur in Dresden. Mitten im Stadtkern von Dresden gelegen, realisiert Volkswagen mit der Manufaktur ein Produktionskonzept, das Prozesse der klassischen industriellen Automobilproduktion mit Montageschritten verknüpft, die ausschließlich in Handarbeit durchgeführt werden. Durch die Einteilung in präzise Montagetakte, die saubere Fertigung, die optimal geschulten Mitarbeiter und permanente Kontrollen erreicht Volkswagen in Dresden eine Fertigungsqualität auf höchstem Niveau. Vier Trainer stehen Ihnen jetzt bereit und die können Sie fragen. Notieren Sie sich bitte folgende Telefonnummer: 05361 944444. Das ist die Nummer. Dort stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung. Rufen Sie bitte an. Wir werden Sie in einer Stunde zurückrufen. Sie rufen zuerst in einem Callcenter an, dann werden wir Sie zurückrufen und dann werden Ihre Fragen live beantwortet. Ich wiederhole nochmal die Nummer: 05361 944444. Nutzen Sie die Gelegenheit und löchern Sie unsere Experten. Jetzt gebe ich ab zu meinem Kollegen Wolfgang Rother und dem ersten Studiogast. Danke, Kirsten. Genau, und das ist bereits einer unserer Experten hier im TSC, Dietrich Richter. Er beschäftigt sich mit den Motoren und mit dem Fahrwerk rund um den Phaeton. Um was geht es jetzt in den nächsten Minuten? Es gibt einige interessante Dinge, die wir besprechen werden. Zum Beispiel diese Wählhebelbetätigung hat Neuigkeiten. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit dem Fahrwerk und da speziell mit der Luftfederung. Und die automatische Distanzregelung wird ein Thema von uns sein. Viele interessante Details also rund um den Phaeton. Bevor es soweit ist, zeigen wir Ihnen aber, mit welchen Motorisierungen und Getriebevarianten der Phaeton am 31. Mai auf den Markt kommt. Der Phaeton wird zunächst mit 2 Ottomotoren, dem V6 und dem W12, und später mit dem V10 TDI-Motor angeboten. Der 6 Liter W12 ist extrem kompakt. Er besteht aus 2 sehr schmalen V6 Vierventilmodulen, die in einem Winkel von 72 Grad zu einem W konfiguriert wurden. Der W12-Motor hat ein Aluminium-Kurbelgehäuse mit verschleißfesten Zylinderlaufbahnen. Ventildeckel, Saugrohr und die Steuerkettenabdeckungen sind aus Magnesium gefertigt. Der W12 leistet 309 kW bei 6000 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment von 550 Newtonmetern steht schon bei 3500 Umdrehungen zur Verfügung. Der Phaeton W12 überträgt seine Kraft über das 5-Gang-Automatikgetriebe 01L auf alle 4 Räder. Zur Verteilung des Drehmoments ist in das Getriebe ein Torsen-Mittendifferential integriert. Der 3,2 Liter V6 ist eine Weiterentwicklung des bekannten 2,8 Liter V6. Im Phaeton baut Volkswagen diesen Motor erstmals längs ein.
Er leistet 177 kW bei 6200 Umdrehungen. Bereits bei 2400 Umdrehungen pro Minute steht das maximale Drehmoment von 315 Newtonmetern zur Verfügung. Das Fünfgang-Automatikgetriebe 01V überträgt die Kraft des V6-Motors auf die Vorderräder. Auf Wunsch steht für den V6-Motor das Sechsgang-Schaltgetriebe 01E 0A1 zur Verfügung. Kurz nach der Markteinführung wird Volkswagen im Phaeton den stärksten Selbstzünder der Welt für Pkw anbieten. Der neu entwickelte 10-Zylinder Biturbo TDI leistet 230 kW bei nur 4000 Umdrehungen pro Minute. Sein maximales Drehmoment von 750 Newtonmetern liegt bereits bei 2000 Umdrehungen an. Eine Ausgleichswelle sorgt für den komfortablen Lauf des V10. Das ebenfalls neue 6-Gang-Automatikgetriebe 09F überträgt im Phaeton V10 TDI die Kraft auf alle vier Räder. Ja, und die Automatikgetriebe des Phaeton haben einen neu gestalteten Wählhebel beim Automatikgetriebe und auch eine neue Wählhebellogik. Herr Richter, was ist neu daran? Neu daran ist, dass wir nur noch 5 Fahrstufen haben. Das heißt, die Wählhebelstufe P, R und N ist geblieben. Der Bereich D, in dem die Gänge automatisch geschaltet werden von 1 bis 5, ist auch bekannt. Neu ist die Stufe S. Dort werden die Gänge in einem Sportprogramm wesentlich höher ausgefahren. In den Stufen P und N, das kennen die Volkswagen-Fahrer, kann man den Wählhebel nur bedienen, wenn man die Zündung einschaltet und die Bremse betätigt. Was macht man denn eigentlich, wenn der Zündschlüssel mal weg ist oder wenn der Strom ausgefallen ist? Das ist eine nur kleine Schwierigkeit. Wir haben keinen Sperrseilzug mehr, der unser Lenkschloss verriegelt. Wir müssen hier mit diesem Magneten letztendlich diesen Wählhebel halten, und zwar in P gefangen. Ist der Zündschlüssel mal weg, beziehungsweise ist die Stromversorgung ausgefallen, nehme ich die Wählhebelabdeckung hoch, drücke diesen kleinen Magneten und kann dann meinen Wählhebel in eine Neutralstellung bewegen. Vielen Dank schon mal für diese Infos rund ums Automatikgetriebe. Sie haben ja schon mitbekommen, der Phaeton ist serienmäßig mit einer Luftfederung ausgestattet. Und wie diese funktioniert, das zeigen wir Ihnen gerne. Der Phaeton bietet maximalen Komfort und höchste Fahrsicherheit. Auf Asphalt oder auf Kopfsteinpflaster, bei geringen und bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Grund dafür ist seine serienmäßige, volltragende Vierrad-Luftfederung mit Niveauregelung und kontinuierlich geregelter Dämpfung. Die zentralen Elemente der Federung sind die 4 Luftfederungsmodule. Sie bestehen aus einem Luftfederrollbalg und einem 2-Rohr-Stoßdämpfer. Das Luftvolumen in dem Rollbalg übernimmt die Federung. Der Balg besteht aus einem Elastomer und ist mit Polyamidgewebe verstärkt. Mit einem Kompressor lässt sich der Druck in der Luftfeder variieren. Dadurch verändert sich die Tragkraft der Feder. So kann das Niveau der Luftfederung konstant gehalten werden. Der Stoßdämpfer im Inneren des Moduls ist kontinuierlich verstellbar. Er hat die Aufgabe, die Schwingungen der Karosserie möglichst schnell abzubauen. Sensoren an der Vorder- und Hinterachse messen ständig den Abstand der Karosserie zu den Achsen und die vertikale Beschleunigung der Räder und der Karosserie. Die Messwerte werden in einem zentralen Steuergerät ausgewertet. Das System erkennt unterschiedliche Beladungszustände und passt das Niveau, Federung und Dämpfung darauf an. Bei schneller Autobahnfahrt ab 140 km pro Stunde senkt sich die Karosserie des Phaeton automatisch um 15 mm ab. Parallel dazu ändert sich die Dämpfereinstellung zu einer sportlich straffen Abstimmung, um Handling und Spurtreue zu erhalten. Bei abnehmender Geschwindigkeit stellt sich die Niveauregelung automatisch wieder auf das Normalniveau. Natürlich kann der Fahrer das Fahrwerk des Phaeton auch selbst abstimmen. Das Fahrzeugniveau lässt sich zum Beispiel für eine bessere Bodenfreiheit um 25 mm anheben. Die Dämpfung lässt sich über das Infotainment in 4 Stufen verstellen: Komfort, Basis, Sport und Sport 2. So ist der Phaeton auf allen Straßen komfortabel und sicher unterwegs.
Ja, auf Knopfdruck arbeitet die Luftfederung und Sie sehen hier bei unseren Schnittmodellen, wie es ums Innenleben unserer Luftfedermodelle bestellt ist. Was passiert denn, Herr Richter, wenn der Fahrer des Phaetons dann auf den Knopf drückt, auf den berühmten? Dann wird im Steuergerät ein Strom zur Verfügung gestellt, mit dem letztendlich das Ventil hier im Dämpfer reguliert wird. Kommt viel Strom an, dann wird der Dämpfer relativ weich geschaltet. Kommt wenig Strom an, wird der Dämpfer relativ hart in seiner Kennlinie. Man sieht hier ganz deutlich, hier ist das Ventil, hier wird die Luft hineingepumpt in unser Modul. Hier aber ganz deutlich zu sehen auch noch dieser zusätzliche Lufttank. Wozu ist der? Diese beiden Lufttanks, hier für die Hinterachse oben angebaut und für die Vorderachse unten angebaut, diese beiden Lufttanks sorgen, wie im Film gesehen, für ein großes Luftvolumen und demzufolge zu einem großen Federungskomfort. Wie werden denn die Federmodule insgesamt und ganz allgemein mit Luft versorgt? Dazu steht uns ein Luftversorgungsaggregat zur Verfügung, das in der Reserveradmulde am Heck des Fahrzeugs eingebaut ist. Also hinten, ich würde sagen, wir gehen mal den langen Weg, die 5 Meter, 5 Zentimeter und 5 Millimeter eines Phaetons ans Ende. Und hier haben wir schon ein Gewirr an Aggregaten und Kabeln. Was sehen wir hier? Wir sehen hier zunächst einmal die gesamte Luftversorgungseinheit, bestehend aus dem Kompressor, aus dem Trockner, dem Magnetventilblock. Das sind verschiedene Kabel in verschiedenen Farben. Wo führen die denn hin? Diese Kabel sind Luftleitungen und die sind farblich kodiert und führen zu den einzelnen Federbeinen. Sie sind deshalb farblich kodiert, damit ein Vertauschen nicht stattfinden kann. Eines dieser Kabel, das weiß ich, führt zum Druckspeicher. Welche Aufgabe hat der denn? Der Druckspeicher reserviert uns ein gewisses Druckvolumen und wir können damit komfortabel und leise Niveauregelungen vornehmen. Und dann gibt es auch noch einen Kompressor, das wissen unsere Experten. Wann ist der denn im Einsatz? Der Kompressor ist bis auf einen ganz kleinen Ausnahmefall immer dann im Einsatz, wann immer auch der Motor läuft, um damit das Gesamtgeräuschniveau im Fahrzeug möglichst gering zu halten. Wo wird denn eigentlich ermittelt, wie viel Luft in die Federmodule hineingepumpt werden muss? Das wird an den einzelnen Achsen ermittelt, und zwar über solche Drehwinkelsensoren, die an der Karosserie befestigt sind und die Höhe der Karosserie über der Achse feststellen. Zeigen Sie uns mal, wo dieses Gerät sitzt, bitte. Wir können es hier sehr gut zeigen, anhand dieses Gebers hinten rechts für den Lenker. Er ist einmal an der Karosserie befestigt und einmal am Trapezlenker. Und damit wird dieses Niveau der Karosserie festgestellt. Und dann gibt es ja auch noch Sensoren, die für die Schwingungsregelung zuständig sind. Die würde ich jetzt auch gerne mal sehen. Richtig. Für die Schwingungsregelung sind sogenannte Sensoren für Radbeschleunigung verbaut. Und diese Sensoren befinden sich jeweils an den Federbeinmodulen unten. Sie sensieren im Prinzip die Schwingung der ungefederten Masse. Und da wir ja vier Räder haben, ist das gleiche auch nochmal vorne. Und das sehen wir auch nochmal. Ganz genau so ist das. Auch hier vorne können wir sehr gut zeigen, auch die Sensorik gleich für die Karosseriebeschleunigung. Diese Sensorik ist angebaut an der Karosserie vorn rechts und an der Karosserie vorn links. Und einen dritten Sensor für die Karosseriebeschleunigung, also die gefederte Masse, gibt es noch im Kofferraum. Vielen Dank, Herr Richter, schon mal für die Infos jetzt zur Luftfederung. Und wir zeigen Ihnen mal, was Sie tun müssen, wenn in einem der ganz seltenen Fälle die Luftfederung des Phaetons mal ausgefallen sein sollte. Fahrzeuge mit komplett ausgefallener Luftfederung haben eine stark verringerte Bodenfreiheit. Sie können unter Umständen nicht auf eine Hebebühne gefahren werden. Deshalb müssen Federblocker eingesetzt werden. Und so setzen Sie die Federblocker ein. Drehen Sie die Vorderräder in gerade Ausstellung. Deaktivieren Sie sicherheitshalber die Niveauregelung. Halten Sie dazu die Taster für Niveau- und Dämpferregelung 5 Sekunden gedrückt. Heben Sie das Fahrzeug an. Bei ausgefallener Luftfederung passt nur der bordeigene Wagenheber. Setzen Sie den Federblocker zwischen dem oberen hinteren Achslenker und dem Rathaus ein. Achten Sie auf den korrekten Sitz des Federblockers. Lassen Sie das Fahrzeug ab. An der Hinterachse müssen Sie aus Sicherheitsgründen das Rad abschrauben, um den Federblocker einzusetzen. Sichern Sie das angehobene Fahrzeug, zum Beispiel mit dem ausgebauten Rad. Setzen Sie den Federblocker zwischen dem oberen Querlenker und dem Längsträger ein. Bauen Sie das Rad wieder an und lassen Sie das Fahrzeug wieder ab.
Beachten Sie das korrekte Anzugsdrehmoment der Radschrauben laut Reparaturleitfaden. Das Fahrzeug darf jetzt nur langsam bewegt werden. Beim Rangieren darf das Lenkrad aus der Geradeausstellung nur maximal eine Umdrehung nach rechts oder links gedreht werden. Mit eingebauten Federblockern kann der Phaeton auch auf Abschleppwagen gefahren werden. Der Phaeton hat eine elektronisch geregelte geschwindigkeitsabhängige Lenkung. Das heißt, sie funktioniert leichtgängig beim Einparken. Auf der Autobahn dagegen vermittelt sie ein sehr sicheres Fahrgefühl dank höherer Lenkkräfte. Das Ganze nennt sich Servotronic. Was bedeutet das für den Servicetechniker, Herr Richter? Zunächst handelt es sich für den Servicetechniker einmal um eine ganz normale Zahnstangenlenkung, die hydraulisch unterstützt ist. Neu ist für diese Lenkung dieses Ventil N119, mit dem ich letztlich die Betätigungskräfte verändere. Das Ventil sehen wir ganz deutlich, aber auch ein Kabel. Und das interessiert jetzt die Techniker. Wohin führt das? Was ist da los? Dieses Kabel führt zum Steuergerät für Servotronic. Und dieses Steuergerät für Servotronic bestromt letztendlich dieses Ventil. Auch hier ist es so, sehr viel Strom ist die Lenkung sehr weich, sehr viel Betätigungsmoment ist nicht notwendig, sondern ich habe ein komfortables Lenken, wenig Strom, eine harte, direkte Lenkung. Also das Lenken geht schon fast wie von selbst im Phaeton. Auch den Abstand können Sie praktisch automatisch einhalten mit einem System, das sich viele längst gewünscht haben. Automatische Distanzregelung, kurz ADR heißt das System. Und wie das im Phaeton funktioniert, zeigen wir Ihnen auch. Mit der automatischen Distanzregelung ADR wird Autofahren wieder ein Stück komfortabler. Ist das System aktiv, misst es laufend das Verkehrsgeschehen vor dem Phaeton. Das geschieht mit einem Millimeter-Wellenradar. Trifft der Radarstrahl auf ein langsam fahrendes Fahrzeug, passt ADR die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs innerhalb gewisser Grenzen automatisch an die des Vorausfahrenden an. ADR verringert das Motormoment und bremst das Fahrzeug, falls erforderlich, leicht ab. Das System hält dann einen konstanten Abstand. Beide Fahrzeuge fahren gleich schnell. Der Radarstrahl wird von einem Geber hinter dem Stoßfänger gesendet. Er misst den Abstand und die relative Geschwindigkeit, also den Geschwindigkeitsunterschied, zum Vorausfahrenden. Im Geber, dem Radarsensor, ist ein leistungsfähiger Rechner eingebaut. Aus den Messwerten errechnet er den notwendigen Eingriff in das Motormanagement und in das Bremssystem. Der ADR-Geber kommuniziert mit dem Motorsteuergerät. Dieses regelt das Drehmoment des Motors. Die Steuerungsbefehle des Gebers gelangen über Datenleitungen, den CAN-Bus, auch zum Steuergerät des elektronischen Bremskraftverstärkers. Dieser steuert den Auf- und Abbau des Bremsdrucks. Dabei wurde auf einen besonders komfortablen Bremseingriff Wert gelegt. Aktiviert und bedient wird das ADR-System über das Multifunktionslenkrad des Phaeton. Hier bestimmt der Fahrer auch den Abstand zum Vorausverkehr. Der Fahrer legt den Folgeabstand zum Vorausfahrenden zwischen mindestens einer und maximal 3,6 Sekunden fest. Dafür hat er 7 Stufen zur Verfügung. ADR arbeitet im Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 180 Stundenkilometern. Schert ein Fahrzeug in die Fahrspur ein, passt ADR die Geschwindigkeit auf die neue Situation an. Es reduziert das Motormoment und bremst den Phaeton, wenn nötig, komfortabel ab. Die Bremsleistung des ADR-Systems liegt höchstens bei 30% der maximal möglichen Verzögerung. Das heißt, bei großen Geschwindigkeitsunterschieden muss der Fahrer selbst die Bremse betätigen. Verlässt der Vorausfahrende die Fahrspur, dann beschleunigt ADR den Phaeton wieder auf die vorher gewählte Geschwindigkeit. In engen Kurven werden Fahrzeuge möglicherweise nicht erkannt. Denn der Öffnungswinkel des ADR-Radars beträgt nur 12 Grad. Der Fahrer muss selbst abbremsen. Durch Bremseingriff wird ADR deaktiviert. Auch auf stehende Objekte, Bäume, Laternen, stehende Fahrzeuge oder Schranken reagiert ADR nicht. Die automatische Distanzregelung ist ein System für komfortables Reisen. Sie entlässt den Fahrer nicht aus seiner Verantwortung zu einer vorausschauenden Fahrweise.
Und das ist der Geber für die automatische Distanzregelung, für die ADR. Damit das System funktioniert, muss er exakt horizontal und vertikal ausgerichtet sein. Und das kann man hier mit diesen beiden Stellschrauben machen. Was braucht man noch alles dazu, Herr Richter? Um diesen Sensor exakt zu justieren, benötigen wir zunächst erst einmal einen Achsmessstand und diese ADR-Justagevorrichtung. Wie ist diese Justagevorrichtung denn aufgebaut? Diese Justagevorrichtung besteht im Grundsatz aus diesem Balken, an dem unsere Messwertaufnehmer des Achsmessstandes letztlich Platz finden und zusätzlich mit einer Zieleinrichtung bestehend aus einem Laserpointer und einer Zielscheibe. Was müssen denn die Servicetechniker bei der Einstellung alles beachten? Bei der Einstellung müssen Sie beachten, dass Sie zunächst erst einmal diesen Sensor freilegen. Wir haben das hier vorbereitet. Und dann diese Justageeinrichtung erst einmal korrekt ausrichten, dass der Laserstrahl auch den Sensor sauber trifft. Wie macht man das? Und zwar, dass dieses Gerät ausgerichtet wird, dass der Laserstrahl genau auf diesen Spiegel trifft, um dann ihn zu reflektieren. Ist dann die Justage schon beendet? Nein. Erst einmal muss der Laserstrahl sich selbst reflektieren und dazu stelle ich an diesen Einstellschrauben, die Sie gerade gezeigt haben, diesen Sensor ein. Also noch richtig Handarbeit wenigstens. Das muss richtig handwerkliche Arbeit sein und das ist auch gut so. Und der Laserpunkt bewegt sich wie auf einer Zielscheibe genau auf die Mitte zu. Wie im Schützenverein. Muss er denn in die Mitte? Er muss sich erst einmal genau in die Mitte gebracht werden und sich selbst reflektieren. Ich darf aber vorwegnehmen, dass der Servicetechniker irgendwann auf den Begriff Missweisung stoßen wird. Das ist richtig. Wir haben jetzt diesen Sensor erst einmal nur mechanisch grob eingestellt. Und diese Missweisung ist nichts anderes, als dass die Radarachse dieses Sensors eine andere Ebene hat als die Spiegelachse auf dem Gehäuse. Das ist bauteilmäßig bedingt und ist aber letztlich in der Elektronik dieses Sensors abgelegt. Mit dem 5051 können wir in der geführten Fehlersuche diese Werte auslesen und wir bekommen dann eine Referenz, wie wir den Sensor dann richtig einstellen müssen. Das heißt, wir müssen die Missweisung danach beseitigen. Richtig. Und da wir ja in unserem Gerät ausgelesen haben bereits, dass wir die obere Schraube 240 Winkelgrad verdrehen müssen, haben wir dieses Sonderwerkzeug VRS 6149, verdrehen jetzt diese obere Schraube genau 240 Winkelgrad und die untere Schraube, wie in der geführten Fehlersuche angegeben, verdrehen wir jetzt genau 180 Winkelgrad gegen den Uhrzeigersinn. Und Sie sehen auch unser Referenzwert, dass der Laserpointer jetzt im dritten Quadranten stehen muss, ist gegeben. Missweisung beseitigt. Vielen Dank, Herr Richter. Und weiter geht's mit Kirsten und dem Thema Elektronik. Danke, Wolfgang. Im Phaeton findet man ja unglaublich viel Elektronik. Um diese komplexe Technik zu beherrschen, da ist ein Gerät notwendig. Das ist das sogenannte Infotainment. Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt im folgenden Beitrag. Mit dem Infotainment kann der Fahrer viele Funktionen des Phaetons steuern. So unter anderem die Klimaanlage, das Radio und das Telefon. Das Infotainment besteht aus vier Elementen: der Klimazeile, dem Display mit den Funktionstasten, den Hauptmenütasten und der Audiozeile. Die zentralen Bedienelemente sind die Funktionstasten links und rechts vom Display und der Drehdruckknopf. Mit den Funktionstasten gelangen Sie in verschiedene Untermenüs. Und mit dem Drehdruckknopf wählen Sie durch Drehen und Drücken Ihre Menüeinstellungen. In der Klimazeile befinden sich die Tasten für die Grundfunktionen der Klimaanlage. In das Menü der Klimaeinstellungen gelangen Sie mit der AC Air Condition Hauptmenütaste. Um sich die Radio-, Fernseh- und CD-Funktion im Display anzeigen zu lassen, drücken Sie die Hauptmenütaste Audio TV. Mit der Audiozeile stehen Ihnen die wichtigsten Funktionen des Radios, Fernsehers und CD-Players zur Verfügung. Die Senderauswahl und Lautstärkenregelung wird über die entsprechenden Tasten geregelt. Nun zu den Tasten der Hauptmenüzeile. Die Taste Phone führt in das Hauptmenü der Telefonfunktion. Es übernimmt fast alle Aufgaben eines mobilen Telefons. So unter anderem auch die Funktion, Kurzmitteilungen zu empfangen.
Die Navi-Taste führt zur Navigationsfunktion. Hier steht dem Fahrer ein umfangreiches Navigationssystem zur Verfügung. Es bietet verschiedenste Darstellungsarten, wie beispielsweise eine kombinierte Symbol- und Kartendarstellung. Die Funktion Vollbild vergrößert die Karte und überdeckt die Funktionsbezeichnungen im Display. Mit einer beliebigen Funktionstaste gelangt man aber in die alte Darstellung zurück. Mit der Settings-Taste gelangen Sie in ein Menü, in dem Sie drei Zündschlüsseln ein individuelles Benutzerprofil zuordnen können. Unter anderem gibt es in diesem Menü die Funktion Umfeldbeleuchtung. Hier wird festgelegt, ob der Scheinwerfer über den Funkschlüssel eingeschaltet werden soll und wie lange die Beleuchtung nachleuchtet, wenn der Fahrer den Wagen verlässt. Die Taste Reset setzt alle Werte einer Funktion, die gerade aufgerufen wurde, wieder auf die werkseitig eingestellten Standardwerke zurück. Einträge in das Telefonbuch oder andere gespeicherte Daten bleiben erhalten. Die Vehicle-Funktion ermöglicht dem Fahrer eine Reifendruckkontrolle, sogar an dem Reservereifen. In einem Untermenü kann sich der Fahrer anzeigen lassen, wie viel Luft nachgefüllt werden muss. Mit der Taste Traffic gelangen Sie in ein Menü, in dem sich der Fahrer die letzten Verkehrsmeldungen anhören kann. Staustufe Rot und das heißt Stillstand auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Kreuz Hannover Ost und Dreieck Hannover Nord, 3 Kilometer. A7 Hamburg Richtung... Die Funktion Bord-PC zeigt dem Fahrer statistische Daten zum aktuellen Fahrbetrieb, wie beispielsweise die voraussichtliche Ankunftszeit oder den Durchschnittsverbrauch. Damit der Fahrer keine umfangreichen Bedienungsanleitungen lesen muss, gibt es die Funktion Manual. Hier findet man eine elektronische Anleitung, durch die sich der Fahrer mit dem Drehdruckknopf schnell durchklicken kann. Eine zusätzliche Hilfe bietet die Help-Taste. Sie liefert Erklärungen innerhalb des Menüs. Mit der On-Dark-Taste kann man das Display schließlich an- oder dunkel schalten. Dann ist nur noch die Statuszeile am oberen Rand zu sehen. Ja, und bei mir steht jetzt Hans-Werner Mommert. Herr Mommert, Sie sind Experte auf dem Gebiet der Elektronik. Wie funktioniert denn die Spannungsversorgung in der Bordnetzelektronik und Elektrik? Können Sie das mal zeigen? Ja, für uns beginnt ja meist die Spannungsversorgung mit den Batterien. Wir sehen also hier im Kofferraum aus Platzgründen die Batterien untergebracht. Hier links sehen wir die neue wartungsfreie Bordnetzbatterie. Sie basiert auf der neuen Gel-Technologie. Um die Batterien herum platzieren sich weitere Komponenten. Wir sehen zum Beispiel hier 2 der insgesamt 4 Sicherungsboxen. Die Hauptsicherungsbox, wie diese hier, befindet sich also links in dieser Ecke am Radhaus. Um diese Steuergeräte befinden sich zum Beispiel hier das Steuergerät für die Reifendruckkontrolle. Andere Steuergeräte befinden sich hinter der Batterie. Das möchte ich Ihnen gerne einmal hier zeigen. Das ist ausgebaut. Ja, das ist die ausgebauten Komponenten nochmal. Hier sehen wir das Steuergerät für die Luftfederung, was der Herr Richter eben schon mal angesprochen hatte. Dann sehen wir hier das Steuergerät 8-Kanal-Soundanlage, die serienmäßig verbaut ist. Wir sehen hier ein Steuergerät für das Batteriemanagement und hier noch ein Relais für die Parallelschaltung der Batterien. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Parallelschaltung der Batterien. Heißt das denn, dass es mehrere Batterien im Phaeton gibt? Ja, wie wir gehört haben, beim Phaeton gibt es dann mehrere Motorvarianten und bei den größeren Motoren wie 12 und V10 TDI gibt es hinten rechts zusätzlich eine Starterbatterie, wie der Name schon sagte. Diese Batterie wird überwiegend nur zum Starten benutzt. Es macht aber Sinn, zum Beispiel bei bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Kaltstart, dass beide Batterien natürlich zusammengeschaltet werden, also parallel geschaltet werden. Diese Entscheidung zum Beispiel übernimmt auch hier unser Batteriemanagement-Steuergerät. Ja, unter der Hutablage, da sind noch eine ganze Menge mehr an Steuergeräten. Was sind die denn im Einzelnen? Was für eine Aufgabe haben die? Ja, wir sehen hier unter der Hutablage eine Menge der Steuergeräte, die zum Komfortsystem gehören. Schauen wir uns das hier links mal an. Das ist das Steuergerät für die Telefonanlage. Dann haben wir hier unten drunter das Steuergerät für die Parkdistanzkontrolle. Hier oben drüber ist das Steuergerät für die Heckdeckelschließung. Immer in Verbindung mit der elektrohydraulischen Heckdeckelschließung, die hier oben ist, haben wir dieses Steuergerät. Rechts daneben das Steuergerät für die Komfort, das Komfortmodul, wo die ganze Zentralverriegelung also mit gesteuert wird. Rechts daneben das Steuergerät für die TV-Anlage,
für das TV-System und hier unten, das ist das Steuergerät für den Neigungssensor in Verbindung mit der Diebstahlwarnanlage und zuletzt hier unten noch das Steuergerät für die Telestartanlage in Verbindung mit der Standheizung. Ganz kurz vielleicht nochmal, was ist dieses Ovale in der Mitte? Ja, das ist eine von 4 Innenraumantennen, die zu diesem Keyless-Entry-System gehören. Mhm. Und dieses Keyless-Entry-System ist nicht serienmäßig. Nicht serienmäßig. Nicht serienmäßig, ja. Wenn das Keyless-Entry-System mitgeliefert wird, wo befindet sich dann eigentlich dafür das Steuergerät? Ja, das schauen wir uns hier vorne einmal an. Hier im Fußraum finden wir weitere Steuergeräte. Im vorderen Bereich ist dieses Steuergerät für diese Start- und Zugangsberechtigung oder für unser Keyless-Entry-System hier untergebracht. Gleich daneben gibt es eine weitere Sicherungsbox mit Thermosicherungen für die Fensterhebersteuerung, Sitzsteuerung oder auch die PTC-Heizelemente, die zur Klimaanlage gehören. Wir finden auch unterhalb der Schalttafel noch eine weitere Sicherungsbox, die dritte aus dem ganzen Bereich. Und zwar sichern wir damit die ganzen Stromkreise aus dem Bereich der Schalttafel ab. Ja, die Steuergeräte sind natürlich alle diagnosefähig. Wo ist denn der Anschluss dafür? Ja, wir sehen auch hier schon das Kabel nach unten in diesen Bereich gehen. Unterhalb der Schalttafel ist der Anschluss für unser Diagnosegerät VHS 5051. Um vielleicht nochmal auf die Sicherungskästen zurückzukommen. Wir haben ja 2 im Kofferraum, einen im Fahrerbereich. Gibt es noch weitere? Ja, wir haben einen weiteren Sicherungskasten, den schauen wir uns hier vorne an, im Bereich des Wasserkastens. Hier sind also auch Sicherungen untergebracht für den Bereich Motorelektrik oder allgemein. Auch Relais finden wir hier zur Motorelektrik, wie das normale Spannungsversorgungsrelais. Oder auch hier finden wir die Steuergeräte, die für die Motormechanik oder Motormanagement zuständig sind und für das Getriebemanagement. Ja, wir haben ja gerade gesehen, dass die Batterien des Phaetons sich im Kofferraum befinden. Wenn man einem anderen Auto zum Beispiel Starthilfe geben will, muss man denn dann an den Kofferraum ran? Nein, dazu haben wir natürlich im Motorraum vorne nochmal 2 Polklemmen, die wir dann nutzen, einmal positiv und negativ, um damit natürlich hier unseremjenigen hilfreichen oder Autofahrer natürlich hier auch Plus oder Strom zu geben. Also nicht erst noch Koffer auspacken, Gepäck ausladen, umständlich, sondern hier vorne sehr gut gelöst. Ja. Prima. Außergewöhnlich komfortabel sind natürlich auch die Sitze des Phaetons. Wo sind denn dafür die Steuergeräte untergebracht? Ja, da müssen wir noch mal eine kleine Umweg machen. Und wir schauen uns mal auf der Beifahrerseite im Fußraum noch etwas genauer um. Unter den beiden Vordersitzen gibt es jeweils ein Steuergerät, was für diese Funktion des 12-Wege- oder 18-Wege-Sitz zuständig ist, wie wir es hier schon gehört haben. Die sämtlichen Funktionen werden also über dieses Steuergerät geschaltet. Dann gibt es für die Frontsitze, wie wir hier im Film schon gesehen haben, praktisch, wenn ich also einen Zweisitzer habe oder einen Viersitzer habe, dann hinten ein gemeinsames Steuergerät für die beiden Frontsitze. Also quasi in jedem freien Raum sind Steuergeräte untergebracht. Gibt es denn noch mehr im Fußraum? Ja, wir sehen hier unten zum Beispiel vorne rechts dieses Steuergerät, ist das Steuergerät für das Bordnetzmanagement. Hier finden wir auch weitere Relais, unter anderem auch ein Relais, was auch hier der Dieter Schlichter schon angesprochen hat, das Relais für die Servotronik, für die Steuerung der Servotronik. Ja, und im Handschuhfach da oben sind auch noch einige, ne? Ja, da sind auch noch 2 Steuergeräte. Da gibt es einmal den Navigationsrechner hier oben, der in Verbindung mit dem zentralen Anzeigebedieneinheit, also mit dem Infotainment steht. Und hier rechts daneben den 6-fach-CD-Wechsler, der serienmäßig hier eingebaut ist. Ja, also eine sehr, sehr komplexe Technik. 40 Steuergeräte müssen miteinander harmonieren. Wie funktioniert denn das genau? Ja, wie wir ja schon in Erinnerung haben, gibt es hier also CAN-Bus-Systeme, 3, die wir also schon aus der Vergangenheit kennen. Da gibt es den CAN-Bus-Antrieb, da sind ca. 10 Steuergeräte vernetzt. Es gibt dann den CAN-Bus-Komfort mit ca. 20 Steuergeräten und den Infotainment-Bus mit ca. 10 Steuergeräten. Neu hinzugekommen ist ein neues Bussystem, dieser Lichtwellenleiterbus. Mhm. Dazu habe ich hier ein Modell mitgebracht des Lichtwellenleiters. Wir können hier auch ein Experiment mal probieren, indem wir also jetzt hier mal zeigen, wie diese Signale des Lichts praktisch an die Steuergeräte weitergegeben werden. Also ein Lichtimpuls wird hier eingespeist und da drüben wird also empfangen und wir können damit praktisch Daten auswerten. Ja. Prima. Man muss das natürlich auch abdecken hier vorne. Ja, richtig. Und das ist schon der Punkt. Wir müssen natürlich mit diesem Lichtwellenleiter sehr vorsichtig umgehen. Also es gibt zum Beispiel zu beachten, dass wir ihn nicht zu stark knicken. Ein bestimmter Biegeradius ist vorgesehen. Auch weiterhin sollte, wenn Reparaturen dran gemacht werden, eine Schutzkappe benutzt werden, um zu vermeiden, dass diese Linsen hier vorne natürlich verkratzt werden. Damit haben wir sonst Probleme bei der Datenübertragung.
Vielen Dank, Herr Mommertz. Das ist wirklich ein ausgetüfteltes System. Und ich denke mal, nicht weniger ausgetüftelt ist die Klimaanlage. Und dazu gebe ich ab zu meinem Kollegen Wolfgang Rother. Ja, Herr Kirsten, ich bin ganz sicher, dass einige deiner Steuergeräte hier auch mit unserem Thema zu tun haben, nämlich mit der Klimaanlage. Engelbert Schneider ist Experte für diese Dinge hier im TSC. Dürfen sich unsere Volkswagen-Partner freuen auf die Klimaanlage des Phaeton? Ja, selbstverständlich. Ich bin der Meinung, das ist nicht nur ein Sahnestück, sondern es ist ein Meisterstück. Ein sehr raffiniert ausgeklügeltes System, diese Vier-Zonen-Klimaanlage. Sie dürfen sich darauf freuen. Dann würde ich sagen, stellen wir unseren Zuschauern dieses Meisterstück ganz einfach mal vor. Der Phaeton hat als erster Volkswagen serienmäßig eine Vier-Zonen-Klimaanlage. Das bedeutet, dass jeder Insasse vorn und hinten sein individuelles Wunschklima einstellen kann. Für den Fahrer und Beifahrer geschieht das über ein Infotainment. Zusätzlich befindet sich im Frontbereich eine zweite Klimabedieneinheit. Sie ermöglicht den hinteren Passagieren, ihre individuelle Temperatur selber zu wählen. Die Luft gelangt in den Frontbereich durch die Mittelausströmer und durch eine Verteilerbox unter den Vordersitzen. Die darin enthaltenen Heizelemente ermöglichen es, hinten auch höhere Temperaturen als für den Fahrer- und Beifahrerbereich einzustellen. Die vorderen Ausströmer sind im ausgeschalteten Zustand unter einer Blende verborgen. Nur wenn sie benötigt werden, öffnet sich die Blende und Luft strömt aus. Mit den Tastern kann der Luftstrom manuell verändert werden. Eine direkte Belüftung durch die Ausströmer wird jedoch oft als unangenehm zugig empfunden. Daher hat der Phaeton eine diffuse, indirekte Belüftung. Großzügig dimensionierte Ausströme auf der Schalttafeloberseite und in der B-Säule sorgen für eine gleichmäßige, schnelle Luftverteilung. Damit die Scheiben nicht beschlagen, gibt es eine automatische Defrostfunktion. Mit Sensoren am Innenspiegel wird die Luftfeuchtigkeit und die Scheibentemperatur ermittelt. Drohen die Scheiben zu beschlagen, strömt automatisch trockene Luft aus den Defrostausströmern. Die vorderen Ausströmer sind direkt auf die Frontscheibe gerichtet. Weitere Defrostausströmer befinden sich in der Fahrertür und in der B-Säule. Wenn jemand mit regennasser Kleidung einsteigt, ist die Luftfeuchtigkeit schlagartig sehr hoch. In diesem Fall hilft die manuelle Defrostfunktion. Mit einem Schalter im Infotainment wird sie aktiviert und das Gebläse schaltet auf die höchste Förderstufe. Damit keine unangenehmen Gerüche durch das Gebläse nach innen gelangen, gibt es eine automatische Umluftfunktion. Ein Luftgütesensor erkennt Schadstoffe und die Frischluftzufuhr wird gestoppt. So wird auf Umluft umgeschaltet, wenn durch die Scheibenwaschanlage Reinigungsmittelgerüche ins Innere gelangen könnten. Ebenso schaltet sich die automatische Umluftfunktion beim Rückwärtsfahren ein. Sie vermeidet dadurch, dass Abgase eingesogen werden. Ein komplexes Meisterstück, unsere Klimaanlage. Sie haben die Telefonnummer ein paar Mal eingeblendet gesehen. Wir wollen natürlich mit Ihnen diskutieren am Ende unserer Sendung in einem Call-in. Also rufen Sie uns an unter 05361 95 mal die 4. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. So, vor uns liegt sozusagen das Herz der Klimaanlage, das Klimagerät. Herr Schneider, sagen Sie uns doch mal, wie man aus Luft ein Wunschklima produziert. Ja, dazu erstmal Grundsätzliches. Die Luft gelangt durch diese Klappen. Ich zeige die jetzt etwas näher. Staudruck-Frischluftklappe und hier die Umluftklappe. Dadurch gelangt die Luft hier über das Gebläse zu dem Verdampfer, wird da gekühlt und getrocknet. Sie haben ein paar Klappen erwähnt. Jede Klappe will bewegt werden, wahrscheinlich mit einem Stellmotor. Und davon gibt es wahrscheinlich mehrere. Richtig. Das möchte ich Ihnen hier an diesem transparenten Modell zeigen. Dieses Klimagerät hat zum Beispiel 15 Stellmotoren,
Die Klimaanlage insgesamt hat 25 Stellmotoren. Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungen aus dem W8 einfließen lassen können? Ja, und zwar was den Kältekreislauf betrifft. Der Kältekreislauf ist oder basiert auf dem des Passat W8. Nur der Phaeton hat einen neuen Drucktemperaturfühler. Um den geht es jetzt noch ein bisschen, denn der hat den Vorteil, dass er nicht nur den Druck misst, sondern auch die Temperatur. Ja, richtig. Durch die gemessenen Werte von Druck und Temperatur kann er einen schleichenden Kältemittelverlust erkennen. Und dadurch wird der Kompressor geschützt. Es gibt noch ein paar weitere Besonderheiten der Klimaanlage, die sind aber hier im Motorraum versteckt oder am Motorraum im Wasserkasten. Da gehen wir mal hin. Sie zeigen uns mal bitte die neue Pumpenventileinheit. Ja, das hat was mit dem Wärmekreislauf zu tun und diese Pumpenventileinheit, die sitzt hier im Wasserkasten. Und das heißt, kühle Luft wird zum Teil über den Wärmetauscher gedrückt und dort erwärmt. Und da beginnt die nächste Besonderheit. Die Klimaanlage des Phaeton ist wasserseitig geregelt. Das heißt, durch diese neue Pumpenventileinheit oder diese neue Pumpenventileinheit steuert den Durchfluss des Kühlmittels durch den Wärmetauscher. Und dadurch wird dieser nicht ständig aufgeheizt, sondern nur nach Bedarf aufgewärmt. Wir haben also jetzt geklärt, wie die ganze Luft aufbereitet wird. Jetzt muss sie mehr oder weniger nur noch verteilt werden im Raum. Und das stelle ich mir relativ komplex vor, wenn man bedenkt, dass es Defrosterdüsen an allen Seitenscheiben gibt und dann auch noch Düsen für die indirekte Klimatisierung. Können Sie uns das mal erklären, bitte? Ja, dazu benötigen wir eine Menge Stellmotoren mit den dazugehörigen Klappen. Hier sehen wir die Klappe zu den Defrostdüsen der Frontscheibe. Diese Klappe führt zu den seitlichen Ausströmern und gleichzeitig auch zu den seitlichen Defrostscheiben vorne. Genauso analog hier für die andere Seite. Dann gibt es hier hinten Öffnungen. Diese Austrittsöffnungen führen warme sowie kalte Luft direkt zu den hinteren Mannausströmern in der Mitte. Dann gibt es noch weitere Ausströmer, natürlich immer synchron links und rechts. Diese Ausströmer führen die Luft zu einer Verteilerbox. Die möchte ich Ihnen hier zeigen. Das heißt, die Luft gelangt zur Verteilerbox, wird dann hier über diese Verteilerbox verteilt. Und zwar in den Fußraum, einmal zur B-Säule und einmal zu den hinteren Seitenscheiben als Defrostdüsen. Apropos hinten, normalerweise ist es ja nicht möglich, dass die Passagiere hinten höhere Temperaturen wählen als Fahrer und Beifahrer mit der 4 Klimazonen. Klimaautomatik geht das aber. Sehr richtig, das hat nur der Phaeton. Und zwar wird das realisiert durch ein BTC-Heizelement, was sich in dieser Verteilerbox befindet. Das ist dieses BTC-Heizelement. Dadurch wird die ankommende Luft zusätzlich erwärmt und wir können hinten wärmere Luft ins Fahrzeug kriegen. Jetzt würde mich interessieren, wie bedient man diese Klimaanlage? Das hört sich komplex an, aber ich glaube, das kapiere ich, wenn wir uns mal reinsetzen. Ja, oder? Das zeige ich Ihnen am Fahrzeug. Endlich mal die Gelegenheit, in dieses wunderbare Auto einzusteigen. Ja. Holz, Leder und in der Mitte ja. Unser Infotainment Center. So, die Bedienung der Klimaanlage ist sehr einfach aufgebaut. Wir haben hier oben die sogenannte Klimazeile. Damit kann man alle klimarelevanten Grundfunktionen direkt anwählen. Ich zeige es hier am Beispiel. Ich drücke hier auf die Temperaturtaste und kann damit die Temperatur erhöhen oder niedriger machen. Genauso gilt das für die Beifahrerseite. Das sind jetzt mehr oder weniger die Grundfunktionen für die Passagiere vorne. Ich bin noch nicht fertig. Dann haben wir hier die nächste Taste in dieser Klimazeile. Das ist Automatiktaste. Für die Fahrerseite und hier Automatikbetrieb für die Beifahrerseite. Mhm. Im Automatikbetrieb wird die Luftverteilung und die Gebläsestärke automatisch geregelt. Hier haben wir die, die manuelle Defrost-Taste. Die haben Sie schon in den Filmen gesehen. Mhm. Dann gibt es hier noch die Synchronisationstaste. Mit dieser Tastenfunktion werden alle Plätze dem Fahrerwunsch zugeteilt. Dann haben wir hier noch die manuelle Umlufttaste
Und als Letztes möchte ich Ihnen noch zeigen, die heizbare Heckscheibe ein- und auszuschalten. Kann man denn jetzt sein Wunschklima auch individuell für alle Sitzpositionen regeln? Ja, selbstverständlich, auch das geht. Ich bin jetzt im Klimahauptmenü. Das habe ich erreicht, indem ich die AC-Taste angewählt habe. Und in diesem Klimahauptmenü habe ich die Möglichkeit, individuell die Luftverteilung so zu wählen, wie ich es für richtig halte. Das heißt, über diese Taste indirekte Belüftung, über diese Taste Mannanströmer, über diese Taste Fußausströmer. Und analog gilt dasselbe hier für die Beifahrerseite. Und dann gibt es noch eine Sache, den sogenannten Dreh-Drückregler. Mit dem kann ich manuell die Gebläsestärke verändern. All das bezieht sich jetzt eigentlich immer noch auf die Sitzpositionen von Fahrer und Beifahrer. Wie kann man denn das Wunschklima für die hinteren Passagiere regeln? Ja, normalerweise, falls hinten eine Bedieneinheit eingebaut ist, regeln die von hinten das Klima selbst. Natürlich kann das auch von vorne geschehen. Ich bin im Klima-Hauptmenü. Ich muss jetzt in das Untermenü. Das Untermenü erreiche ich durch die Tastenfunktion Weitere. So, im Untermenü habe ich jetzt die Möglichkeit, über diese Taste die Temperatur zu erhöhen, über diese Taste die Temperatur niedriger zu stellen. Und zwar für hinten links. Für hinten rechts, auch hier wieder Temperatur höher, hier Temperatur niedriger. Und dann haben wir ja vorhin im Beitrag schon von der automatischen Umluft gehört. Das heißt, wenn es draußen stinkt, riecht es innen umso besser. Wie funktioniert das? Ja, mit dieser Tastenfunktion schalte ich den automatischen Umluftbetrieb ein. Und damit vermeide ich, dass Schadstoffe in das Fahrzeuginnere gelangen. Wunderbar, vielen Dank schon mal, Herr Schneider. Jede Menge Sensationen hier bei uns. Kirsten, bei der Klimaanlage, was hast du zu bieten? Ja, unser Thema jetzt, die Sicherheitssysteme des Feuilletons. Und ich bin mir sicher, auch da gibt es eine ganze Menge an Neuerungen. Sie alle aufzuzählen, dafür reicht leider unsere Sendezeit nicht aus. Aber es gibt ein paar wichtige Dinge, die Sie auf jeden Fall wissen sollten. Bei mir ist Dietrich Richter. Er ist unter anderem zuständig für den Insassenschutz. Und in seinem Bereich fallen die sogenannten Crash-Sensoren. Herr Richter, wo sind die denn und welche Aufgabe haben die? Wir haben beim Insassenschutz ein paar neue Sensoren. Wir haben hier im Frontbereich zwei sogenannte Early Crash-Sensoren verbaut. Das sind zwei externe Crash-Sensoren, die dazu notwendig sind, um Crash noch genauer zu erkennen, um dann die Insassenschutzmaßnahmen noch viel besser einleiten zu können. Ja, ich habe hier so mal einen in der Tasche, das ist ein ausgebauter. Diese Art von Sensoren, die gibt es noch an mehreren Stellen in dem Auto. Wollen wir uns die vielleicht mal angucken? So ist es. Dann würde ich Sie bitten, mir zu folgen. Wir haben unter jedem außenliegenden Außensitz einen Seitencrash-Sensor verbaut. Neu, wie gesagt, auch an den hinteren Sitzen, hier hinten im Vornbereich, diese Crash-Sensoren verbaut. Genau. Das ist der, den Sie auch in der Hand halten. Ja, genau. Welche Aufgabe haben die? Auch hier ist es entscheidend, den Seitencrash genau zu erkennen, genau zu entscheiden durch das Steuergerät, was gezündet werden muss und zu welchem Zeitpunkt. Und in diesem Fall würde, wenn Seitencrash erkannt würde, gezündet der Kopf-Airbag, der Gurtstraffer vorn und natürlich die Sidebags in den Sitzen. Diese Sensoren geben also die Impulse für das Sicherheitssystem, zum Beispiel Airbag und den Gurt, das haben Sie gerade angesprochen. Was ist denn neu an diesem besonderen Gurtsystem, das der Feuilleton hat? An diesem Gurtsystem ist einiges neu. Wir würden da bitte zu einem anderen Fahrzeug gehen. Wir können das bei diesem Sitz sehr schön demonstrieren. Dieses neue Gurtsystem ist geteilt für den 18-Wegesitz, ein Komfortgurt. Einmal natürlich der herkömmliche Schultergurt mit dem Gurtstraffer in der B-Säule. Und einem separaten Gurtstraffer im Sitz befindlich mit einem separaten Beckengurt. Was muss man beachten, wenn man den Sitz aus- und einbaut? Sofern dieser Sitz ausgebaut werden muss und während dieser Instandsetzung nicht neben dem Fahrzeug verweilen kann, muss dieser Gurt getrennt werden und dazu ist diese Schlosszunge zu öffnen hier. Und wie geht das? Wo kann man das nachlesen? Diese genaue Information dazu steht natürlich in der ELSA-Information im Reparaturleitfaden, aber wir schauen uns das am Demo-Teil an. Genau. Da haben wir hier drüben ein Teil ausgebaut, das können Sie uns hier sehr schön zeigen. Wir haben hier ein ausgebautes und auch ein vorbereitetes Teil. Wir
Laut Reparaturleitfaden sind an diesen Nähten diese Abdeckungen einzusägen, ja, um eine ordentliche Griffmöglichkeit für einen Schraubendreher zu bekommen, um diese Teile abzusprengen. Diese Teile sind natürlich beschädigt und dürfen dann auch nicht mehr wiederverwendet werden. Haben wir die Abdeckung abgenommen, können wir an diesen Verbindungsmechanismus herangelangen und der Gurt kann dann problemlos getrennt werden. Prima. Lassen Sie uns vielleicht mal zu dem aktiven Sitz kommen. Der hat ja eine aktive Kopfstütze. Wie funktioniert das? Was ist das Besondere daran? Wir haben hier einen ausgebauten Lehnenrahmen, an dem wir das zeigen können. Diese aktive Kopfstütze wird dann in Aktion versetzt, wann immer es sich hier um einen Heckcrash handelt. Bei einem Heckcrash wird dieser Sitz ja nach vorn bewegt und beschleunigt und die Lehne würde immer eine Relativbewegung nach hinten machen. Damit bewegt sich die Kopfstütze vom Insassen weg und das ist nachteilig. Vielleicht können Sie das mal demonstrieren, wie das geht. Kommt ein Heckcrash, wird der Sitz, wie gesagt, nach vorn beschleunigt. Ja. Der Körper wird in diese Sitzhinterfederung hineingepresst und die Kopfstütze löst nach oben vorn aus. Klasse. Was ist bei einem Frontcrash? Bei einem Frontcrash möchten wir diesen Effekt natürlich nicht haben, weil durch die Massenbeschleunigung der Kopfstütze das negative Folgen haben könnte. Dazu gibt es hier diese Sperrklinke. Und diese Sperrklinke fällt dann im Falle eines Frontcrashs nach vorn, um die Kopfstütze zu sperren. Warum gibt es denn diese aktiven Kopfstützen nicht für die hinteren Sitze? Weil sie an den hinteren Sitzen so nicht notwendig sind, denn der hintere Lehnenrahmen stützt sich immer an der Karosseriestruktur ab und es gibt also keine Relativbewegung dieses Lehnenrahmens. Ja, gut. Für die Insassen ist es also auf jeden Fall sinnvoll, sich immer ordnungsgemäß anzuschnallen, sonst nützt das beste Sicherheitssystem nicht. Ist das richtig? Genau so ist es. Was passiert denn eigentlich, wenn man sich tatsächlich nicht anschnallt und man einen Unfall baut? Dann ist es natürlich etwas problematischer, weil ja diese Insassenschutzmaßnahmen, die extra bewusst eingebaut worden sind, nicht greifen können. Das heißt, der Insasse wird dann relativ unkontrolliert sich durch die Fahrgastinnenzelle bewegen. Ja. Das wäre nachteilig und würde mit starken Verletzungen enden. Ja, wir haben ja hier nochmal diesen ausgebauten Gurt hier. Was ist denn das Besondere? Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. An diesem ausgebauten Gurt gibt es noch eine Besonderheit, das ist das sogenannte Komfortgetriebe. Und dieses Komfortgetriebe ist letztendlich dafür da, um die Gurtrückzugskräfte unterschiedlich zu dimensionieren. Ja. Das heißt, im Falle eines Haltens an der B-Säule sind die Gurte recht straff. Und sobald ich sie angelegt habe und das Schlosszunge gesteckt habe, sind sie komfortabel und bequem. Eigentlich ein super System, ne? Warum kommt man erst jetzt darauf? Frage ich mich. Dankeschön, Herr Richter. Das war's zum Thema Sicherheit. Und weiter geht's mit dem Herzstück des Phaetons, dem Motor. Ich höre das Herz schon fast schlagen hier hinter mir, der W12. Ich möchte aber gerne noch einmal an unsere Telefonnummer erinnern. 05 361 9 5 mal die 4. Das ist der Weg hierher, direkt live ins TSC zu unseren Experten, die dann ihre Fragen beantworten. Also kommen wir jetzt mal zum Herzstück des Phaetons, der W12 hier in einem Stück mit dem Getriebe. Das wiegt satte 450 Kilogramm, aber es gibt einen hier im TSC, der stemmt die locker. Volker Raubach, aber mit einem klassischen Werkstattkran, glaube ich, kommen wir nicht weit. Genauso ist es. An sich ist das Triebwerk hier, der W12-Motor, ja sehr kompakt. Aber wenn es ans Ausbauen geht, dann ist das schon ein gehöriger Brocken. Deswegen haben unsere Kollegen aus der Abteilung Werkstattausrüstung diesen Scherenhubtisch ins Leben gerufen. Das ist der VRS 6131. Und mit diesem Gerät wird der Motor ausgebaut, und zwar nach unten aufgrund der Einbauverhältnisse im Fahrzeug. Wenn man am Motor arbeiten muss, muss man dann immer Motor und Getriebe zusammen ausbauen? Ja, also wenn Sie am Motor arbeiten möchten, muss der komplette Triebsatz ausgebaut werden, Motor mit Getriebe. Wenn es nur um das Getriebe gehen sollte, würde ich persönlich auch immer den kompletten Triebsatz ausbauen. Es ist einfach ein besseres Arbeiten. Momentan ist man aber noch dabei, die günstigste Technologie dafür zu finden und die wird dann auch im Reparaturleitfaden beschrieben werden. Gibt es denn noch andere Arbeiten, bei denen man den Motor ausbauen muss oder den gesamten Triebsatz? Ja, also beispielsweise, wenn es an die Steuerketten oder um die Steuerketten geht, die sich hier an der Motorrückseite befinden, oder Ausbau des Zylinderkopfes oder wenn es um die Abgasanlage geht, Katalysator oder auch Lambda-Sondenwechsel. Dann muss der komplette Triebsatz ausgebaut werden.
Jetzt werden einige Servicetechniker schon überlegen, wie lange dauert das, bis man den Triebsatz draußen hat? Ja, das ist nicht im Handumdrehen gemacht. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass man vorher eine genaue Diagnose macht, um alle defekten Bauteile dann auch abzuarbeiten. Mit etwas Übung dauert der reine Aus- und Einbau etwa einen Tag. Dazu kommt dann noch die eigentliche Instandsetzungsarbeit und abschließende Einstellarbeiten, wie beispielsweise auch Fahrwerksvermessung. Und Sie haben es schon gesagt, dieser sogenannte Scheren-Hubtisch ist unerlässlich, 2,50 Meter lang, fast einen Meter breit. Wie geht der Servicetechniker damit um? Könnte ich das auch? Das können Sie genauso gut. Erstmal sehen wir, dass er auf Rollen gelagert ist. Das heißt, er wird also ganz einfach unter das Fahrzeug gefahren. Und dann haben wir hier eine Bedieneinheit. Mit dieser kann der gesamte Scherenhubtisch hydraulisch in der Höhe verstellt werden. Das klappt auch wunderbar. Ja, das ist wirklich spielend einfach. Es geht auch wieder runter. Und dann in der langsamen Stufe haben wir die Möglichkeit auch noch die Tischplatte, um die Längs- oder auch Querachse zu schwenken. Darf ich Ihnen mal 450 Kilo auf die Füße Bitte? Kippen? Oh, das ist bedenklich. Ich stelle es mal lieber wieder gerade. Das Herr Haubach, was ist denn, wenn man den gesamten Motor nach links oder rechts bewegen muss? Ja, wir haben hier auf beiden Seiten diese roten Arretierungshebel. Wenn die gelöst sind, kann also die Tischplatte manuell in Querrichtung verschoben werden. Das ist wichtig, damit man auch millimetergenau die Punkte am Fahrzeug anfahren kann. Lassen Sie uns noch ein paar allgemeine Worte über den W12 verlieren. Wir haben 12 Zylinder verteilt auf 2 Zylinderbänke und pro Zylinderbank ein Steuergerät macht nach Adam Riese 2 Motorsteuergeräte. Warum diese Form des Motormanagements? Ja, die Motronik war ursprünglich für maximal 8 Zylinder ausgelegt. Das heißt, man hätte jetzt ein komplett neues System entwickeln können und auch ein neues Motorsteuergerät dazu. Das war zu aufwendig. Deswegen hat man sich dafür entschieden, 2 Motorsteuergeräte herzunehmen und die miteinander zu verknüpfen, dass der Motor auch rund läuft. Haben beide Steuergeräte die gleichen Aufgaben oder auch unterschiedliche? Grundsätzlich ist es so, wie Sie schon gesagt haben, ein Steuergerät ist für die komplette Steuerung einer gesamten Zylinderbank zuständig. Aber es gibt außerdem noch Aufgaben, die das Motorsteuergerät 1 für den gesamten Motor übernimmt. Das wären die Ansteuerung der Kraftstoffpumpen, die Ansteuerung der Motorlager oder auch die Kühlmitteltemperaturregelung. Und zum Ausgleich hat das Motorsteuergerät 2 noch die Aufgabe bekommen, die Verbrennungsaussetzer für alle 12 Zylinder zu überwachen. Also eine ausgeglichene Sache zwischen den Steuergeräten. Na, ich habe so das Gefühl, die Aufgaben sind unterschiedlich verteilt. Das erste hat mehr zu tun und das ist wahrscheinlich Master. Das andere ist The Slave. Irgendjemand hat sich genau diesen Namen ausgedacht. Warum? Vielleicht nicht wegen mehr tun, sondern wer ist einfach der Boss? Das ist ja auch im Leben so. Dazu gibt es auch noch einen CAN-Bus zwischen den beiden Steuergeräten, einen internen CAN-Bus, der dazu da ist, Informationen untereinander auszutauschen, damit das auch klappt mit den 12 Zylindern. Es gibt noch eine weitere wichtige Aufgabe des Motormanagements, das ist die Abgasregelung. Auch da hat der Phaeton einige Besonderheiten zu bieten, beziehungsweise der W12. Welche, Herr Haubach? Ja, es beginnt eigentlich hier vorne. Wir sehen, dass 3 Zylinder jeweils zu einer Abgasbank zusammengeführt werden und einen gemeinsamen Abgaskrümmer haben. Das heißt, wir haben erst einmal 4 Katalysatoren für den ganzen Motor. Und jeder Katalysator hat 2 Lambda-Sonden. Die erste, die Vorkat-Sonde, misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas. Daraus errechnet das Motormanagement die nötige Gemischzusammensetzung. Und am Katalysatorausgang, die Nachkat-Sonde, die kontrolliert, ob der Katalysator auch richtig arbeitet. Ganz schön viel Aufwand, aber der lohnt sich, denn der W12 des Phaeton erfüllt ganz locker die Euro 4 Abgasnorm. Dabei haben wir noch nicht mal alle Abgaselemente gesehen. Genau, es geht noch weiter. Also wir sehen das hier auch. Die Abgase werden dann weitergeleitet über die Flexrohre, gehen dann zu den Vorschalldämpfern, nochmal mit Katalysator. Diese Katalysatoren machen ca. 20% nochmal der Abgasreinigung aus. Die sind paarweise angeordnet. Weiter geht es über den Mittelschalldämpfer und dann wieder paarweise die Endschalldämpfer mit den sehr dekorativen auch Doppelendblenden. Wir gehen noch mal ein Stück zurück hier zum Motor. Manche werden sich fragen, der wurde ja in einer anderen Variante schon im Audi A8 eingesetzt, aber da gibt es ein paar Unterschiede. Da gibt es ein paar Unterschiede. Ein wesentlicher Unterschied ist der, dass VW im Phaeton aufgrund des größeren Bauraumes auf die Trockensumpfschmierung verzichten konnte. Hat unter anderem auch den Vorteil, dass sich die Ölstandsprüfung genauso einfach gestaltet wie bei anderen Fahrzeugen per Ölmessstab, wie gehabt.
Apropos Öl, in so einen Zwölfzylinder passt eine ganze Menge Öl rein. Wie viel? Es sind 11,8 Liter genau. Und zwar benötigt der Motor Öl nach der Norm VW 503-01. Und wenn wir gerade bei den Betriebsflüssigkeiten sind, gehen wir mal ein paar Schritte zum Tank hinüber. Den haben wir hier aufgebaut, aufgeschnitten, sodass unsere Zuschauer auch wirklich viel sehen können. Wie viel passt denn erstmal rein? Ja, es passen 90 Liter in den Tank. Und wir sehen hier diesen Aufbau des Tanks. Deswegen, damit er auch crashsicher unter die Rücksitzbank bzw. unter den Kofferraumboden passt. Wir haben also vorne die zwei Flügel und hier noch eine dritte Kammer. Jetzt haben wir alles aufgeschnitten für unsere Zuschauer, damit man alle Leitungen, Pumpen und so weiter sehen kann. Normalerweise ist das ja alles schwarz. Genau. Wir haben es aufgeschnitten, eine bessere Anschaulichkeit halber. Wichtig ist bei Tankanlagen immer, dass sie möglichst dicht sind, dass keine Kraftstoffdämpfe in die Umwelt, in die Umluft entweichen können. Dazu sieht man hier auch eingearbeitet innen noch eine zusätzliche hellgraue Sperrschicht. Sie haben schon erwähnt, der Tank ist so geformt, um crashsicher zu sein, um auf die Rücksitzbank zu passen. Wie werden denn die beiden Kammern leer gepumpt? Ja, es geht los mit den Kraftstoffpumpen. Wir haben hier also zwei Kraftstoffpumpen, die den Kraftstoff über eine gemeinsame Vorlaufleitung zum Motor pumpen und zwei Saugstahlpumpen vorne in den Flügeln. Die sind dazu da, die Flügel leer zu pumpen und die Staugehäuse der beiden Pumpen zu befüllen. Wie wird der Tankinhalt gemessen? Wie merkt der Fahrer, dass der Tank leer ist oder auch nicht? Das sollte er möglichst nicht merken, dass er leer ist. Er soll natürlich vorher gewarnt werden. Dazu gibt es vier Geber im Tank. Wir beginnen mit diesen äußeren, die sogenannten Tauchrohrgeber. Ich habe mal einen dabei. Wir können uns das Innenleben angucken. Ist relativ einfach, aber wirksam aufgebaut. Wir haben also einen Widerstandsdraht und einen Schwimmer. Je nach Tankstand schließt dieser Schwimmer den Draht kurz und wir haben eine kurze Leiterschleife, beispielsweise bei hohem Tankstand. Das entspricht einem geringen Widerstand dieses Drahts und das wird dann entsprechend angezeigt. Weiter haben wir zwei Hebelgeber unten in den Flügeln, die arbeiten nach bekanntem Schema. Was für unsere Servicetechniker auch wichtig ist, wie verhindert man denn, dass der Tank überläuft? Beim Betanken ist es natürlich wichtig, dass die Luft, die sich im Tank befindet, aus dem Tank herauskommt, sonst kann man eben nicht betanken. Dazu gibt es ein zentrales Entlüftungsventil. Bei Erreichen einer bestimmten Füllhöhe, die vorher konstruktiv festgelegt wurde, schließt dieses Entlüftungsventil. Es kann also keine Luft mehr weiter entweichen und der über den Stutzen einfließende Kraftstoff steigt im Stutzen auf und bei Erreichen der Zapfpistole schaltet diese natürlich automatisch ab. Vielen Dank, Herr Raupach, schon mal für diese Infos zum Tank. Und ich höre auch schon aus unserem Callcenter, auch da gibt es einige Fragen. 05 361 95 mal die 4, das ist die Hotline hier zu uns ins TSC, ins Technische Service Center von Volkswagen. Und wir sind noch längst nicht am Ende mit den Neuheiten rund um den Phaeton. Kirsten Gerhardt hat einige nützliche Service-Tipps für Sie. Danke, Wolfgang. Rufen Sie also noch mal an. Wolfgang hat die Nummer gerade eben noch einmal gesagt. Dort werden Ihnen in 10 Minuten unsere Experten zur Verfügung stellen. Trauen Sie sich, rufen Sie an und stellen Sie Ihre Frage. Bei mir sitzt jetzt Herr Schneider. Er ist nicht nur Spezialist auf dem Gebiet der Klimaanlage, sondern er hat auch ein paar sehr wichtige und nützliche Service-Tipps für uns. Welche sind das? Ja, es gibt zwei Besonderheiten und die möchte ich jetzt am Infotainment zeigen. Dazu muss ich zuerst die Tasti-Setting drücken im Klima, in der Klima-Hauptmenüzeile. Dann muss ich die Taste Weitere drücken und dann komme ich zu dem Text Wartung und Service. Auch diese Taste wird gedrückt und dann kann ich über diese Taste nun die Scheibenwischer in die Wechselposition bringen. Ja, wollen wir das vielleicht mal ausprobieren? Ja, ich werde Ihnen jetzt die Scheibenwischer wechseln. Sie sehen, das geht sehr einfach und schnell und anschließend wird diese Taste wieder betätigt und die Scheibenwischer fahren wieder in die Grundposition. Also eine ganz einfache, ganz einfache Sache. Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, was das Auswechseln der Scheinwerfer zu tun hat. Das Einstellen. Das Einstellen der Scheinwerfer. Können Sie uns das nochmal demonstrieren, wie das funktioniert? Ja, das werde ich Ihnen zeigen. Im selben Menü gibt es ebenfalls eine Funktionstaste. Ja. Ja, die öffnet den mechanischen Zugang zu der Scheinwerfereinstellung. Ja. Ich betätige jetzt diese Taste.
die Spritzdüsen fahren aus und machen uns den Weg frei. So, durch Abhebeln dieser Abdeckung habe ich jetzt Möglichkeit, an die Einstellschrauben zu kommen. Ganz einfach. Und damit, also, ne? Richtig, und damit ist eine Einstellung möglich.